Hey, was geht ab? Ich bin's wieder, dein Big Boy Döbelinski, und ich zeig dir jetzt den Signalfluss im Clubraum. Wenn ich einen DJ vor der Bühne aufbaue, dann muss ich immer ganz lange Kabel über die ganze Bühne ziehen bis dahinter. Falsch. Es geht viel einfacher. Und zwar haben wir ein Stagebox in der Mitte unter der Bühne, wo es verschiedene Anschlüsse hat, die du brauchen kannst für deinen DJ. Und die kommen alle auf dieser Patchbay an. Da oben sind die Ausgänge der 8 XLR-Buchsen an der Stagebox. Dann in der unteren Reihe habt ihr viermal einen aktiven DI-Kanal. Da ist wichtig, da braucht ihr Phantomspeisung, damit die laufen. Nebendran habt ihr vier Returns, falls ihr von da etwas auf die Stagebox schicken wollt, könnt ihr diesen Kanal benutzen. Das kann sein, wenn ihr das DJ-Monitoring zum Beispiel einmal anschliessen, über das Pult laufen lassen und dann zurück zum DJ auf seine Monitore schicken lassen. Und als letztes haben wir hier die Cut-Buchse, die mit Center angeschrieben ist, für die Center Stagebox, wo ihr auch eine Cut-Verbindung herstellen könnt, falls ihr dort eine digitale S16 Stagebox oder etwas anderes anschliessen wollt, das eine Cut-Leitung braucht. Aber komm, wir schauen uns das mal vor Ort an. Da sind wir vor der Bühne und unten dran befindet sich die Center Stagebox. Die sieht so aus, hat ein langes Kabel dran, die könnt ihr auch vornehmen und dort positionieren, wo ihr wollt. Und jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Bei dieser Box ist wichtig, dass ihr sie genauso schön versorgt, wie ihr sie auch vorfinden wollt. Wenn wir die aufmachen und reinschauen, dann sehen wir hier zuoberst die 8 Eingänge, die dann an der Patchbay rauskommen. Die 4 Eingänge für die aktiven DI-Boxen, die an der Patchbay rauskommen. Und an der Patchbay könnt ihr ja 4-mal rein. Das wären dann da die 4 Ausgänge, die ihr wieder rauskommt. Und da wäre der Center Cut 5. Falls ihr am Front of House, also an der Rückwand vom Clubraum, zwei Kanäle anschliessen wollt, haben wir hier noch zwei passive DI-Kanäle. Da braucht ihr keine Phantomspeisung, da könnt ihr einfach einstecken. Das schauen wir uns auch noch schnell an. Da sind wir ungefähr in der Mitte der Rückwand des Clubraums, auch im sogenannten Front of House. Und da haben wir die kleine schwarze passive DI-Box, wo ihr zwei Klinkenkabel einstecken könnt. Und die kommt dann bei den zwei Ausgängen, die Passive DI heissen, an der Patchbay wieder raus. So könnt ihr ganz einfach vorne am Bühnenrand oder hinten beim Front of House etwas einstecken und es dann nachher patchen. Wenn ihr es aufs X32 Mischpult patchen wollt, dann könnt ihr hier ganz einfach die Viererpeitschen nehmen, könnt das hier oben einstecken, könnt das hier unten an den Eingang oder an den Ausgang vor dem Pult verbinden und müsst somit keine langen Kabel über die ganze Bühne fahren. Das wäre der Signalfluss im Clubraum.